Paradies Kosmos, ihr Lieben. Hallo! Wie ihr im Titel schon sehen konntet, habe ich heute eine neue Marke für euch mit dabei. Und zwar, vielleicht habt ihr die schon entdeckt, gibt es im Müller seit kurzem die Marke Hypoallergenic, ganz neu im Sortiment. Vielleicht hat der ein oder andere den Aufsteller schon entdeckt. Ich habe jetzt einmal heute auch schon gleich ausprobiert, ein paar Produkte zugeschickt bekommen zum Testen, zum Ausprobieren. Und wollte euch dazu ein bisschen was berichten. Und wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt im Thumbnail, gibt es dazu auch eine kleine Verlosung, ein kleines Gewinnspiel. Weil ich mir dachte, ihr seid bestimmt auch gespannt. Und so haben zumindest zwei von euch auch gleich die Möglichkeit, die Produkte mal auszuprobieren. Wie gesagt, gibt es exklusiv bei Müller. Wie der Name ja schon so ein bisschen vermuten lässt, das Besondere an dieser Marke ist einfach, dass die eben explizit für sensible Haut gedacht ist. Das heißt, in den Produkten sind zum Beispiel keine Inhaltsstoffe drin, die irgendwie Irritationen oder allergische Reaktionen auslösen können. Dann sind keine allergieauslösenden Duft- oder Konservierungsstoffe enthalten. Es sind auch speziell eben Rezepturen, die beruhigende und pflegende Wirkstoffe enthalten, auch die auch mit Vitaminen und Nährölen angereichert sind. Und was natürlich für viele von euch auch immer eine wichtige Frage ist, das sind jetzt zum Beispiel auch Produkte, die komplett ohne Tierversuche hergestellt werden. Das finde ich ja auch ganz wichtig. Und was auch noch ganz interessant ist, da müsst ihr halt dann sonst immer ein bisschen nachfragen, dass die meisten Produkte der Linie, also ein Großteil der Produkte, sind eben auch vegan, was ich ja jetzt auch irgendwie ganz spannend finde aktuell. Und ja, also wie gesagt, die Produkte sind explizit eben für sensible, empfindliche Haut geeignet. Unter der ich früher hatte ich da stärker zu leiden, inzwischen ist es eigentlich ganz gut. Aber ich achte schon immer darauf, dass ich da irgendwie möglichst Sachen nehme, die eben nicht reizende Inhaltsstoffe enthalten. Insofern bin ich ganz gespannt, wie das funktioniert. Ich habe jetzt heute, konnte jetzt eben drei Produkte gleich für meinen Look ausprobieren. Die wollte ich euch jetzt eben auch kurz vorstellen. Und eben auch dazu die drei Produkte, die ihr jetzt seht. Dieses kleine Set, das können jeweils zwei von euch gewinnen. Alle Infos, wie immer, dazu erfahrt ihr unten in der Box. Aber jetzt lasst uns mal kurz starten. Und zwar das erste Produkt, was ich verwendet habe, von dem ich auch ganz begeistert schon bin gleich. Das ist dieses Hypoallergenic Fixing Matte Powder. Und ihr seht, das ist im Fännchen wirklich weiß. Das hat keine Glitzerpigmente, gar nicht. Es ist wirklich tatsächlich, ja, anders kann man es nicht sagen, ein transparenter Puder. Der sieht im allerersten Moment, wenn ihr ihn auftragt, auf die Haut ein bisschen weiß aus. Aber sobald ihr das quasi dann also eingearbeitet habt oder halt mit dem Pinsel dann wieder abgenommen habt, bleibt da kein Weißschleier oder so zurück, was ich immer ganz wichtig finde bei diesen Fixing-Powdern, dass man da nicht so kalkweiß aussieht. Den habe ich heute großzügig aufs ganze Gesicht quasi verwendet, so ein bisschen eingepettet. Und ich muss sagen, und das finde ich nämlich echt genial, weil ich habe zurzeit gerade mit sehr trockenen Stellen hier zu kämpfen und auch ein bisschen auf der Stirn. Und normalerweise ist es so, dass sich natürlich, also bei mir setzt sich so ein Fixing Powder, das vermeide ich, wenn ich eh schon trockene Haut habe, dann sowas zu benutzen. Aber tatsächlich hat der das ein bisschen ausgeglichen. Ja? Also ich habe ganz normal mein Make-up aufgetragen und habe dann eben diesen Fixing Powder benutzt und habe dann festgestellt, dass eben diese sehr trockenen, bisschen ja, schuppigen Stellen weniger intensiv hervorkommen. Also es hat so einen kleinen korrigierenden Effekt und das fand ich jetzt schon gar nicht schlecht. Ich glaube, der wird mich jetzt die nächste Zeit immer wieder auch begleiten. Vielleicht nehme ich den auch. Ich denke auch, dass der im Sommer wirklich ganz gut ist, wenn der so, ja, ich mag ja im Sommer immer nicht, da trägt man kaum Make-up, also ich zumindest kaum. Und aber sowas bisschen Mattierendes und wenn der wirklich so für sensible Haut auch geeignet ist und man dann sich einfach mal vielleicht so ein bisschen den Glanz von der Stirn nehmen kann, dann finde ich das wirklich ganz gut. Also schaut euch den auf alle Fälle mal an. Was ganz süß noch ist, so ein kleines Detail, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht, der hat das hier dieses Hypoallergenic noch quasi eingraviert. So, das finde ich ja mal ganz nett. Das ist aber jetzt auch tatsächlich ziemlich schnell. Also ich habe den jetzt ja wirklich einmal benutzt, ja. Und im Prinzip ist die Prägung jetzt schon weg. Aber overall würde ich sagen, kann ich dem Produkt auf alle Fälle einen Daumen nach oben geben jetzt für meinen ersten Eindruck. Und ja, also bin ich schon ganz angetan.
Das nächste Produkt, was ihr auch schon schimmern und glimmern seht hier in meinem Gesicht, ich habe mir den großzügig aufgegeben, weil ich den ganz, ganz, ganz toll finde, ist hier dieser Hypoallergenic Illuminating Stick. Und das ist in der Nuance, hat es eine besondere Nuance. Ich glaube, da gibt es nur einen. Lasst mich lügen, ich glaube, da gibt es tatsächlich nur einen. So sieht das gute Stück aus. Hier auch auf der Hand geswatcht einmal. Also ihr seht, so ein ganz schöner, ja, bisschen eisig rosiger Ton, ja. So ein, also nicht zu lieblich. Aber ich finde jetzt im Gesicht, das ist wirklich eine Nuance, die sehr, sehr gut bei mir funktioniert. Müsst ihr halt mal ausprobieren, ne? Also den finde ich jetzt auch sehr, sehr schön. Ich habe mir den auch ein bisschen unter den Brauenbogen gegeben, hier im Innenwinkel der Augen und ganz bisschen aufs Lippenherz und auf die Nase. Ich komme ein Stück näher ran, dass hier auch, jetzt geht es dann gleich nämlich um die Augen, dass ihr ein bisschen näher noch was seht. Also hier seht ihr nochmal den Illuminating Stick, den sieht man wirklich sehr, sehr schön hier. Und eben wie gesagt, auch ein bisschen aufs Lippenherz habe ich den gegeben und auch auf den Nasenrücken. Ja, und wenn wir jetzt schon so nah dran sind, machen wir gleich mal weiter mit den Augen. Ihr seht, ich habe heute mich mal ein bisschen ausgetobt, naja, also für meine Verhältnisse. Ja, ihr seht, diese drei Töne habe ich da verwendet von diesem kleinen Trio. Das ist übrigens die 09, die heißt, glaube ich, Natural, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe für die Crease und für das äußere V diesen ganz dunklen Ton verwendet und habe dann eben mit diesem ganz hellen den dunklen auch so ein bisschen ausgeblendet und den hellen unter den Brauenbogen gesetzt und letztendlich dann hier diesen Ton, diesen sehr schönen, dezenten Fliederton auf quasi das bewegliche Lid gesetzt. Und ich muss sagen, also die waren ganz angenehm in der Anwendung. Also wirklich so ganz schöner Alltagslidschatten, leicht mit einem leichten Satin-Finish, aber nichts Glitzeriges, also minimal, schimmert nicht wirklich, also wirklich so satiniert sieht das dann aus dann auf dem Auge. Ließen sich ganz gut verblenden, Fallout war auch nicht so extrem, also war ganz okay, fand ich. Und ja, ich finde, das hat doch einen ganz schönen alltagstauglichen Look habe ich damit hinbekommen. Ich werde mir auf alle Fälle die anderen Farben auch nochmal anschauen, was es da noch so gibt. Das ist auf alle Fälle alles sehr so natürliche Farben. Also wie jemand jetzt irgendwie extreme Experimente sich wünscht, ist bei der Marke nicht gut aufgehoben. Oder da gibt es, glaube ich, andere, die da besser geeignet sind. Aber eben finde ich das auch mal ganz schön, dass es auch einfach mal wirklich eine Auswahl gibt, auch für Leute mit sensibler Haut. Und dass man da eben auch ein bisschen spielen kann und wirklich schöne Looks dann damit kreieren kann. Ja, das waren also diese drei Produkte, die ich jetzt heute in meinem Make-up gleich direkt für euch getestet habe und die ihr eben auch gewinnen könnt. Also vielmehr eben zwei von euch können das gewinnen. Und zwar können zwei Leute diese drei Produkte gewinnen. Und wie ihr da teilnehmen könnt, erfahrt ihr eben, wie gesagt, bei mir unten in der Box, wie immer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, mit mir ein bisschen diese neue Marke zu entdecken. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die schon gesehen habt selber, ob ihr euch vielleicht sogar schon was davon gekauft habt und ausprobiert habt. Da bin ich mal gespannt, wie euch die Marke gefällt. Und dann sage ich schon mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig über einen Daumen nach oben, auch über ein Abo, wenn ihr mir eins da lassen mögt. Und dann sage ich bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!